Leute, ich bin Sonic und heute spielen wir mal wieder Sonic Speed Simulator. Beim letzten Mal haben wir den Sonic Skin freigeschaltet und ich würde sagen, heute werden wir einfach mal den Tails Skin freischalten. Ich laufe jetzt hier erstmal lang, level ein bisschen und sammle ein paar Ringe ein, weil Ringe kann man nie genug haben. Ich habe jetzt 260, oh Gott, ich habe gerade ganz viele Ringe nicht eingesammelt. Was ist denn los mit mir? Noch, okay, jetzt. Die darf man hier nicht einfach liegen lassen, Leute. Und durch den Looping! Woo! Ah! Jetzt, wo man endlich schnell ist in dem Spiel, macht's auch Spaß. Auch wenn ich jetzt wieder reinkommen muss in die Steuerung. Hab das lange nicht mehr gespielt. Kann ich hier oben? Please, please. Ja. Okay, dann holen wir uns natürlich noch die Ringe hier und gehen zurück zum Anfang. Mit jemand in die Kommentare geschrieben, man kann bis zu 3 Pets equippen. Und ich denke mir so, ja, ich weiß. Ich habe aus irgendeinem Grund das andere Pet unequipped und keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Aber ich werde jetzt erstmal genug Ringe zusammensammeln, damit ich noch das nächste Pet freischalten kann. Das machen wir mal ganz eben. Das geht ja jetzt schnell. Die Ringe sind ja immer wieder in denselben Positionen. Das kann ich hier? Oh, schade. Ich dachte, ich kann hier jetzt so... Ja, man kann das. Man kann das, nur in einem anderen Winkel. Okay. So, ein paar Ringe dazu bekommen. Jetzt geht's auch viel schneller mit den Ringen. Haben die denn Bonus zugemacht? Weil es hat ja richtig lang gedauert, am Anfang Ringe zu sammeln. Jetzt habe ich schon 800 Ringe. Das heißt, jetzt kann ich mir auch endlich mal hier was leisten. Komm, öffnen wir einmal die Vending Machine. Und wir bekommen... Black Chow. Auch wieder ankommen. So, den rüsten wir dann auch einmal aus. Equip 15.1, 18.1, 52.3. Jetzt fahren wir auf jeden Fall sehr viel schneller. Wir können auch diesen Spin hier machen. Dann haben wir einen schnellen Boost. Und jetzt können wir einmal durch den Looping durch. Der Looping, der uns das letzte Mal so richtig geplagt hat die ganze Zeit. So einfach können wir jetzt durch hier durchlaufen. Einfach geradeaus und durch. Ah, das ist schön. So genießt man's Leben, nicht wahr, Leute? Oh, da oben, den Sprung. Oh, ich hab viel... Ich dachte gerade, ich könnte hier... Ich dachte, ich könnte Leertaste gedrückt halten, um mich auf den Sprung vorzubereiten, wie in so einem Skate-Game. Aber nein, ich muss Leertaste zum richtigen Zeitpunkt drücken. Mal gucken, ob es klappt. Ah, nee. Wir versuchen es auch einmal mit gedrückt halten. So, und los geht's. Woohoo! Ja! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Es funktioniert. Gedrückt halten ist so gut. Und jetzt ist ja nur dieser eine Erfahrungspunkt auf der gesamten Strecke. Was soll das denn? Aber egal, da hinten ist der nächste Looping. Und die Loopings machen Spaß. Oh, als ob. Den schaffe ich gar nicht. Den schaffe ich gar nicht, Leute. Ich dachte, ich habe schon den größten Looping geschafft. Aber das hier ist wohl der größte in der Map. Also dieser Welt. Es gibt ja noch weitere Welten, die ich auch noch freischalten muss. Weil wenn wir hier jetzt auf den Shop gehen, na nicht auf den Shop, sondern aufs Menü gehen, sehen wir Tails, finden wir in Lost Valley. Dann springen wir einmal hier hoch. Wie viel hat nochmal die Vending Machine hier oben gekostet? Die hat 2500 gekostet. Das hier werden wir wahrscheinlich einmal machen. Einfach mal gucken, was da so rauskommt. Und dann laufe ich noch einmal durch den Looping durch. Ja, diese Strecke macht mir zwar Spaß zu laufen, aber hier gibt es sehr wenig Ringe zum Einsammeln. Die Ringe, die gibt es eher... Ja, laufen wir mal hier zurück. Hier gibt es Ringe. So, Ringe gibt es auch. Hier bei diesem Sprung quer übers Feld gibt es da die Ringe. Also machen wir das einmal. Ach, hier. Ich war daneben. Hier gibt es die Ringe. Oh! Ah, man kann aber gar nicht so straight rüberspringen. Wenn man diesen Boost mitnimmt, beziehungsweise wenn man diesen Ring mitnimmt, dann kriegt man so einen fetten Boost. Es geht gar nicht. Aber Leute, ich muss immer noch sagen, das Spiel hat am Anfang keinen Spaß gemacht, weil man viel zu langsam war. Aber jetzt, wo man ein bisschen Geschwindigkeit hat, da macht es Spaß. Es macht Spaß, hier einfach lang zu laufen. Ich weiß nicht, wie es am Handy ist. Am Handy stelle ich mir die Steuerung ein bisschen hakeliger vor. Aber keine Ahnung, wenn ihr am Handy spielt und auch schon so weit seid, dass ihr zum Beispiel Sonic freigeschaltet habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, macht euch das Spiel am Handy auch Spaß? Weil am PC macht es mir Spaß. So, hier hinten gibt es jetzt wieder keine Ringe, ne? Na gut, dann müssen wir wieder zurück zum Anfang. Oh, wir können darauf springen. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Wir werden besser darin. Oh, ich bin einfach durchgelaufen. Ach, das ist der Looping. Oh, nur von der anderen Seite. Na gut, dann schaffe ich es dann nicht mehr hoch, es sei denn, ich habe ein paar Level. Oh, ich bin schon Level 44 und guck mal, wie schnell das geht. Vielleicht habe ich inzwischen schon genug Speed für diesen Looping. Wir probieren es. Leute, wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Ja, ich habe es geschafft, Leute. Okay, Level 44 reicht für den Looping. Ja, ja, ich habe es hier rauf geschafft. Jetzt kann ich chillen. Hopp, einmal hüpfen, wenn man nicht weiterkommt. Und dann weiter sliden. Dann hier durch den Looping durch. Und hier lang. Und man kriegt nicht mal eine Belohnung dafür. Was ist das denn? Das Spiel sollte einem schon ein bisschen belohnen dafür, dass man solche Sachen macht. Ich meine, das war jetzt ein Slide. Ich habe weder Ringe noch Erfahrung dafür bekommen. Ich meine, es ist cool, da lang zu sliden. Aber keine Ahnung, die hätten da wenigstens irgendwas über die Line packen können. Ich meine, ja, bei dem Ding hier vorne, da kann man Sonic freischalten. Ist auch schon cool. Mal gucken, ob ich das jetzt einfacher hinkriege hier. Oh, nee. Hier kriege ich das einfach nicht hin, auf dem Rail zu landen. Naja, vielleicht lerne ich die Steuerung noch irgendwann ein bisschen besser. Aber wo wir auch gut Ringe sammeln können. Ich sammle natürlich einmal hier die Ringe noch ein. Und dann natürlich noch die Ringe hier ein. Und natürlich noch die Ringe hier ein. Und dann natürlich noch die Ringe hier ein. Und zu guter Letzt die Ringe hier ein. So, und das werden jetzt, glaube ich, auch alle Ringe. Wir können jetzt einmal hier lang laufen. Yeah! Oh, nicht schnell genug.
So, dann fangen wir jetzt mal an, die ganzen Obbys zu machen, weil bei denen hat man ja auch immer Ringe bekommen. Und die erste Obby ist hier, Green Hill Obby 1. Da gehen wir rein, machen die jetzt einmal, mal gucken, ob ich hier durchspeeden kann jetzt. Oh, ja, nee, kann ich nicht. Okay, ich versuch's nochmal. Man muss hier immer, bei den Obbys muss man vorsichtig sein, weil man ist so schnell. Die Steuerung ist so responsive. Es ist so leicht, zu weit zu springen. Oder wenn man oder gar nicht zu springen. Oder wenn man versucht, gegenzusteuern, dann steuert man auf einmal so richtig schnell in die falsche Richtung. Ich schaff einfach Obby 1 nicht, Leute. Was soll denn das? Ah, schon wieder! Seht ihr, ich wollte nur kurz zurücklenken, aber dann springt das so nach links und dann bin ich weg. Okay. Nein, schon wieder abgerutscht. Ah, das ist so schwierig. Also präzise steuern ist echt schwer hier. Na, schon wieder. Immer wenn ich zu weit springe und dann nach unten mache, dann geht er nach links. Der geht nach links, weil man gar nicht zurück steuern kann. Es geht einfach nicht. Man kann nur nach links und rechts steuern. Okay, ich muss dann halt vorsichtig sein, wenn ich nach vorne gehe. Oh, jetzt bin ich zu weit. Meint ihr? Nein, nein, nein. Oh. Die sollten Wandsprünge inkluden, damit man sich irgendwie noch retten kann. Oh. Oder ein bisschen mehr Grab. Schon wieder zu weit. Oh, es ist nicht lustig, Leute. Ja, und wenn ich dann nicht... Oh, ich verstehe es echt nicht. Okay, ich versuch's jetzt mit voller Konzentration. Okay, so weit war ich noch nie. Meint ihr, ich schaffe den kompletten Sprung? Ich leg's nicht drauf an. Okay, ich hab's geschafft. Reward 500 Ringe. Zurück zu Green Hill. Und dann machen wir Obby 2. Die Obbys sind, die fallen mir wirklich schwer. So, Obby 2, gehen wir rein. Und angekommen in Obby 2. Und braucht man auf jeden Fall... Oh, hier gibt es Targets zum Anvisieren. Das gibt es hier auf einmal. Oh mein Gott, wie in dem anderen Spiel. Das habe ich beim letzten Mal ja noch gezeigt. Also haben die das eingebaut, aber nicht mit den coolen Soundeffekten, wie es das Original-Sonic-Spiel hat. Aber okay, 1000 Ringe. Und das war auch viel einfacher jetzt, weil man jetzt auch eine richtige Sonic-Steuerung hatte. Das gefällt mir. Dann schauen wir mal, wo sich Obby 3 versteckt. Aber wir holen uns natürlich erstmal das hier. So. Augenblick, wenn ich hier raufgehe. Ah, da oben ist eine Maschine. Nein! Ich bin runtergefallen. Okay, wo ist Obby 3, Leute? Obby 3, direkt vor mir. So, angekommen bei Obby 3. Oh, die ist aber ziemlich schrill, quietschbunt. Aber okay, machen wir einfach mal. Obby 3 sollten wir hinkriegen. Soll ich da hoch? Also, I guess, ich soll da hoch. Oder hier am Rand lang? Ich soll hier am Rand lang laufen. Dann ist hier ein Baum. Und dann ist da so ein Ding. Und dann können wir hier rüber. Okay, ich habe es verstanden. Dann gehen wir einmal hier runter. Und das führt mich hier hoch, hä? Ach so, falls ich den Sprung nicht geschafft habe, ist das so mein Weight zurück. Oh. So, und von hier? Augenblick hätte ich... Hä? Wo? Ach, da hinten, da geht's lang. Okay, das sind also zwei Wege, die nach Rom führen. Wow. Okay, dann springen wir ja einmal rüber. Long Jump, der war wahrscheinlich gar nicht angedacht. Dann einmal hier außen lang, auf den Baum, hier rauf und zu weit gesprungen. Oh Gott, schaffe ich es von dem Baum darauf? Nee, schaffe ich nicht. Das Problem ist, man rutscht halt immer so weit. Man kann halt nicht präzise sagen, jetzt will ich anhalten. Und da muss man immer ganz vorsichtig sein. Seht ihr, man läuft einfach zu weit. Es ist richtig schwer, auf so kleinen Stellen stehen zu bleiben. Okay, ich hab's geschafft. Oh, und hopp, hopp. Oh, oh Gott, ich dachte gerade, ich fliege gegen die Wand. Okay, hier ist einfach Lava, alles klar. So, und dann machen wir hier einmal einen Long Jump. Dann sind wir hier drauf, springen darauf. Oh Gott, noch so ein Wandsprung, den ich nicht geschafft habe. Oh Gott, nochmal einen Long Jump, nochmal außenrum. Ich habe schon wieder nicht geschafft, weil ich zu spät abgesprungen bin. Okay. Oh, oh Gott, ich dachte gerade, ich wäre abgerutscht. Okay, ich bin hier oben, ich habe es geschafft. Ich habe es einfach geschafft, Leute. Wie viel kriege ich? 1500. So, sehr gut. Jetzt will ich Obby 4 schaffen. Gibt es überhaupt Obby 4? Nee, ich glaube, ich habe 5 Obbys gesehen, oder? Ich habe irgendwo mal einen Ring für Obby 5 gesehen. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo ich suchen müsste. Habt ihr eine Ahnung? Hier hinten gibt es so weitere Welten. Ist ja auch klar soweit. Hier ist Obby 2. Hier ist Obby 3. Obby 4 wäre doch bestimmt irgendwo hier, oder? Ich weiß es nicht. Max Level? Oh, ich bin schon Max Level. Ich muss rebirthen. Ich will jetzt nicht rebirthen. Bevor ich rebirthe, will ich noch die nächste Obby finden. Ich laufe einfach die Strecke lang. Die Obby wird sich doch bestimmt hier irgendwo finden, oder? Oder? Please. Ich bin aber auch schon sehr schnell. Es macht Sinn, dass ich jetzt rebirthen soll. Okay, ich finde die letzte Obby nicht. Also gehe ich jetzt hoch zu der Vending Machine, hole mir dort meine Pets oder vielleicht auch neue Trails. Hab wohl einfach keine der Erfahrungspunkte, aber es bringt mir ja sowieso nicht, da ich Max Level bin. Ist hier oben vielleicht die Obby, please? Lost Valley Obby. Sollte ich hier rein, Leute? Welt 2. Ah. Das merken wir uns. Das merken wir uns einfach. Ist hier eine Höhle? Oh, nee. Schade. Immer wenn ich denke, man könnte was in dem Spiel entdecken, dann gibt es doch nichts zu entdecken. Na gut, dann gehen wir einmal danach da oben und boing. Hui. So. Und wir öffnen für 2500 die Vending Machine. Ist leider nicht genug drin gewesen für ein zweites Mal. Und ich habe einen Epic Trail. Sehr gut. Jetzt kann ich ins Menü gehen. Gehe auf Trails. Und der Trail bringt mir dann 15 XP-Bonus und 5 Ring-Bonus. Was weniger ist als mein Standard-Trail. Aber den habe ich ja auch schon auf Level 12. Also, equippen jetzt den Epic Trail. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Rebirth. Ah, so, wir sind wieder da und langsam. Aber wie in jedem guten Spiel ist man ja... Geht es ja nach dem Rebirth schneller. Also wenn ich hier lang gehe, ja, Level 3 schon, Level 4 schon. Es geht sehr viel schneller.
einerseits, da ich die Trails und die Pets habe, andererseits wegen dem Rebirth. Und dadurch kriege ich jetzt sehr viel schneller meinen Speed dazu. Und dann macht es auch wieder Spaß. Genauso sollte es von Anfang an sein, finde ich. Zumindest von dem Geschwindigkeitsgain. Das Leveln vielleicht nicht, aber das Gain der initiativen Geschwindigkeit sollte meiner Meinung nach schon so schnell gehen. So, wir sammeln hier die Ringe ein. Wir sammeln da hinten weitere Erfahrungspunkte ein. Wir sind schon Level 11. Und langsam kriegen wir eine gute Geschwindigkeit, mit der wir was anfangen können. Level 13 und Level 14. Jetzt ganz viele Ringe. Ey, aber wenn man so langsam ist, dann läuft man gar nicht mehr bei den Ringen daneben. Hat ja auch seine Vorteile. Aber meint ihr, wir schaffen den Looping schon mit Level 15, was wir jetzt erreicht haben? Nee, okay. Na gut, kein Ring. Kein Looping. So, da hinten sind noch ein paar Ringe. Warte mal, habe ich mir die jemals geholt? Oh, gib mir. Bruder, gib mir. Okay, die kriege ich nicht. Aber die Ringe habe ich, glaube ich, nie eingesammelt. Warte, ich habe 10.000 Ringe. Oh mein Gott, ich muss zur Vending Machine. Und ich muss natürlich die Chaos-Kristalle einsammeln. Oh mein Gott, bring mich zur Vending Machine, schnell. Ich muss zur Vending Machine. Boing. Und? So, jetzt können wir richtig öffnen. Jetzt macht Spaß. Und wir kriegen nochmal denselben Trail. Und wir kriegen jetzt Experience. Wow. Oder ist das ein Experience Boost? Keine Ahnung. Wir kriegen nochmal ein Ravy Trail. Okay. Und jetzt das letzte Mal. Jetzt was Krasses. Ein krasses Pet, bitte. Ja, ein Red Chow. Ist rare. Ist nicht epic, aber immerhin. Und dafür muss dann mein Cyan Chow weichen. Unequip. Equip. So. Oh, man kann die Dinger auch evolven, wenn man mehr davon hat. Ich habe 3 von 5. Okay. Das ist dann auch ganz gut. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon Level 20. Also habe ich ja schon fast genug Geschwindigkeit, um den Looping vom letzten Mal zu schaffen. Und wenn ich dort bin, ja, jetzt Level 21. Vielleicht schaffe ich Level 22. Und ich glaube, Level 22, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, reicht für den Looping. Level 22 reicht für den Looping. Richtig. Ich kann mich noch erinnern. Perfekt. So, dann versuchen wir einfach mal in die zweite Welt zu gehen, weil keine Ahnung, was sollte uns denn davon abhalten? Jetzt zur Lost Valley Obby zu gehen. Laufen wir einfach mal durch und sagen, hallo, Lost Valley. Yeah. Okay, die Lost Valley Obby. Ui. Okay, das, ich glaube, ich habe genau die richtige Geschwindigkeit hierfür. Ui, was war das denn? So, dann geht's hier jetzt langsam in so ein Wüstengebiet und wir sind angekommen bei Lost Valley. Welt ist freigeschaltet und hier können wir Tails freischalten. Ich habe Bock, Tails freizuschalten. Wie viel kostet? 4.000. Hier geht's zurück zu Green Hill. Da hinten ist nochmal die Lost Valley Obby, okay. Und dann gehen wir einfach mal durch und suchen nach der Tails-Karte. Die wird euch bestimmt hier oben... Ah, guck mal, jetzt sind auf den Rails oben auch XP drauf. Aber wo können wir Tails finden? Was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, wie ich die einsammeln soll. Warum bin ich so langsam? Also, weil ich zickzack gelaufen bin wahrscheinlich. Schaffe ich es da hoch? Niemals. Doch, und dann könnte ich, glaube ich, auf diese Maschine da hoch wahrscheinlich. Verstehe. Okay, aber wo versteckt sich Tails? Da ist Tails! Oh mein Gott, das ist schon die Tails-Karte. Als ob ich da einfach reingelaufen bin und dann daneben. Ich war so schockiert, dass ich die jetzt schon finde. Also wenn ihr gerade auslauft, dann kommt hier einfach so dieses Gerüst. Dann bin ich raufgesprungen, weil da Ringe drauf waren. Und dann lauft ihr hier einfach durch. Kriegt dadurch genug Momentum, um die Tails-Karte einzusammeln. Und Tails freigeschaltet. Character, Tails, Equip. Und Leute, ich bin Tails. Ich wünschte, ich könnte Emotes machen. Gibt's aber nicht. Yeah. Und diese Palme, da geht's auch irgendwie nicht so gut. Aber schön, wir sind bei Tails angekommen. Wir haben Tails jetzt freigeschaltet. Jetzt hier noch die Ringe mitnehmen. Die Ringe mitnehmen. Die Ringe. Ja. Ja. Okay, sehr gut. Tails hat auch eine schöne Laufanimation, wenn er sehr schnell ist. So, und dann gehen wir einfach in die Emerald Hill Obby für Welt 3. Warum denn auch nicht, ne? Ich meine, die können wir doch easy schaffen, oder? Please? Wow. Den ersten Sprung gar nicht erst gemacht. Ah! Tails ist einfach runtergelaufen. Ich habe springen gedrückt. Ich schwöre, ich habe springen gedrückt. Lol, man, kann man überhaupt springen? Schaffe ich? Nein, okay, ich habe den Boden berührt. So, dann mache ich den Sprung hier rüber. Und diese XP-Dinger geben einem ja immer Boost. Also spring ich hier durch. Der gibt mir keinen Boost. Okay, ich dachte, er gibt mir Boost. Deswegen habe ich die Strecke gewählt. So, und dann rüber hier. Hopp und hopp und hopp. Und wir haben es geschafft. Auf zu Emerald Hill. Und damit haben wir schon die nächste Welt freigeschaltet. Und hier kostet mich die Vending Machine 8.000. Alles klar. Ja, gucken wir uns mal in Emerald Hill um. Hier sieht alles ein bisschen sauberer aus. Und ich kann hier sliden. Yeah. Weiterlaufen und Ringe. Und oh Gott, hier gibt's alles, was ich will. Aber neue Charaktere kann ich hier noch nicht freischalten, ne? Ja. Die wurden noch nicht hinzugepatcht. Also bringt es mir, glaube ich, noch nicht so viel Emerald Hill zu machen, außer halt, dass ich hier wahrscheinlich mehr Ringe, mehr Erfahrungen sammeln kann. Ich bin jetzt schon Level 32, also ich glaube, ich kann mich hier nicht beschweren. Laufen wir mal diesen Looping lang. Huch, keine Ahnung, wohin mich das führen sollte. Und da oben ist noch eine Vending Machine, die gucke ich mir auch nochmal einmal an. So, Ringe einsammeln gibt mir alles 25 pro Ring, okay. Oh, da ist jemand sehr viel schneller als ich. Aber ich bin auch gerebirthed. So, komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier einfach weiter. Es fühlt sich so an, als ob es hier mehr Ringe gibt. Zumindest sind die Ringe jetzt
weiter verteilt hier überall. Und das finde ich schöner, dass man mehr Möglichkeiten hat, einfach so Ringe einzusammeln. Wenn ich hier jetzt langlaufe, okay, keine Ahnung. Ich versuch's noch einmal. So, ich laufe hier hoch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also den Move muss ich noch lernen. Snow Valley Obby. Ach, dafür brauche ich 3 Rebirths. Okay, dann muss ich wohl noch ein bisschen leveln. Aber das bedeutet dann, dass ich schon mal das Maximum erreicht habe, was ich erreichen kann, ohne weiter zu rebirthen. Dann sammle ich da hinten noch ein paar Ringe ein hier. Ich muss sagen, diese Welt gefällt mir nicht so. Die ist irgendwie viel trister, vor allem wegen der Landschaft da hinten. Die ist nicht so mein Favorite, die Welt. So, ich habe jetzt 4.409. Ich brauche aber 8.000, glaube ich, oder? Ich habe schon wieder vergessen, ich kann mir die Vending Machines hier auf jeden Fall nicht leisten. Oh, hier kann ich noch diesen... Oh, nicht ins Wasser. Ich kann hier noch diesen machen. Boing, boing, boing. Und das hat mir ein bisschen was gebracht. Zwar nicht so ganz. Warte. Nein. So, jetzt habe ich. Und hier geht's wieder zurück zu Green Hill. Alles klar. So, wie viel kostet mich das? 8.000. Habe ich nicht ganz. Ich glaube, ich gehe... Ich glaube, ich farm noch ein bisschen. Lol. Gestorben. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man das machen kann. Man muss hier lang und dann muss man die Kamera mitdrehen. Aber ich brauche mehr Speed und den Speed hole ich mir hier. So, und jetzt schnell drehen und... Ja, aber ich habe es nicht ganz rüber geschafft. Also ich habe die XP bekommen, aber ich habe es nicht darauf geschafft. Und das hätte mir dann nochmal 3 Ringe gegeben und ich wäre dann da drauf gelandet und keine Ahnung. Ich würde das gern schaffen. Ich glaube, dafür brauche ich aber noch ein bisschen... Was? Nein! Mehr Speed. Okay, erneut verbinden. So, gehen wir wieder rein. Wir grabben uns natürlich als allererstes die ganzen Ringe, die wir hier kriegen können. Weil wir brauchen immer noch Ringe. Also hier rüber, dann einmal hier durch. Woo! Und dann natürlich die Ringe hier. Und wir haben 6.000 Ringe. Das heißt noch 1.200 verbleibend. Und die sammeln wir jetzt. Es werden sowas von unsere Ringe sein. Dieser Ring wird so meiner sein. So. Noch 500 Ringe verbleibend. Und die holen wir uns jetzt schnell aus Welt 2. Lost Valley. Rein da. Weil hier gab es doch viele Ringe, oder? Oder? Ja, das sind schon mal Ringe. Sammeln wir ein, sammeln wir ein, sammeln wir ein. Hopp. Und die hier einsammeln. Das hier einsammeln. Und noch einen Ring. So, und die haben wir jetzt. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch rüber zu dem Emerald-Ding. Hab wieder vergessen, wie es hieß. Emerald Rally oder so. Keine Ahnung. Oh, hier einmal durch. Einmal hier durch. Ah, ich habe nicht alle bekommen. Aber egal. Und rüber zu Welt 3. Emerald Hill Obby. Huch, bin schon wieder runtergefallen. Ich schaffe das ja nie. Einmal hier rüber und dann einmal hier. Oh Gott. Springen musst du, Tails. Springen. Aber Leute, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr nicht auch Tails? Sieht aus wie ein Mädchen. Ich dachte, als Kind dachte ich immer, Tails wäre ein Mädchen. Naja, Emerald Hill. Kommen wir an. Und hier ist die Vending Machine und wir holen uns jetzt für 8.000 Ringe ein Black Trail. Okay, Black ist ein bisschen bedrückend. Aber gucken wir uns den einfach mal an. Black Trail hat dann, ist common. Wisst ihr was? Den will ich nicht. Das war ein Reinfall. Das war sowas von Reinfall. Warte, vor allem da steht 10% Chance. Als ob das das Beste ist, was ich kriegen konnte. Black Trail? Ich habe das mit der niedrigsten Chance gezogen. Was mir am wenigsten bringt. So, hä? Nee, das war ja richtig bedrückend. Na gut, das Spiel hat mich gescammt. Ich muss damit leben, Leute. Ich werde da hinten jetzt noch einmal den Jump versuchen und... Oh, ich bin Level 52. Das heißt, 50 ist nicht mehr das maximale Level. Alles klar, man kann auf jeden Fall jetzt noch schneller werden. Und das versuchen wir einfach mal. Ich meine, ich habe jetzt schon 187 Miles per Hour und... Oh, das war sehr schlecht. Das war sehr schlecht, Conny. Das war schon wieder so schlecht. Hä, was los? Und jetzt aber. Ui. Oh. Ich krieg das hin. Ich lerne das, Leute. Ich lerne das. Ich lerne das. Ich weiß nicht, was ich lernen soll. Leute, ich bin zu schlecht. Es tut mir leid. Ich versuch's jetzt noch einmal. Und wenn ich es nicht schaffe, dann würde ich sagen... Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao!